Der Rechtstipp wird Ihnen präsentiert von Kaspers Mock Anwälte. Hallo, mein Name ist Lars Christian Nerbel. Ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und bin bei den Kaspers Mock Anwälten am Standort Bonn der Leiter für das Immobilienrecht. Nein, der BGH hat bereits mit Urteil vom 4.6.2014 klargestellt, dass der Vermieter normalerweise kein Besichtigungsrecht hinsichtlich der Wohnung seines Mieters hat. Ja, in der Tat gibt es Ausnahmen von dieser Regel. Und zwar immer dann darf der Vermieter in die Wohnung des Mieters hineingehen und diese besichtigen, wenn es einen konkreten Anlass gibt. Das kann zum Beispiel sein, wenn Schönheitsreparaturen fällig werden oder insbesondere dann, wenn der Mieter Mängel an der Mietsache rügt. Logischerweise muss dem Vermieter dann die Möglichkeit gegeben werden, sich selber diesen Mangel anzusehen, um dann auch notfalls die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Allerdings gilt, dass wie so oft im Mietrecht auch immer die Grundsätze von Treu und Glauben zu beachten sind. Denn dieses Besichtigungsrecht erfährt immer dann Einschränkungen, wenn es für den Mieter nicht zumutbar ist, den Vermieter in seiner Wohnung zu haben. Das gilt insbesondere für die Fälle, in denen es in der Vergangenheit zu Gewalttätigkeiten oder zu massiven Beleidigungen kam. In diesen Sonderkonstellationen muss dann gegebenenfalls über einen Vertreter agiert werden. Das Amtsgericht Hamburg hat in der Tat im September 2020 geurteilt, dass Vermieter grundsätzlich auch solche Reparaturmaßnahmen kontrollieren dürfen, die der Mieter selber ausgeführt hat. Und zwar solche insbesondere, die in Abstimmung ausgeführt worden sind. Denn letzten Endes ist es die Bausubstanz des Vermieters und das Eigentum des Vermieters, das hier zu berücksichtigen ist. Um das dann auch wirklich kontrollieren zu können, ist es dem Vermieter dann auch regelmäßig gestattet, sich fachkundiger Hilfe zu bedienen, beispielsweise durch einen Architekten. Auch hier darf das Recht der Beiziehung einer dritten Person nur dann beschnitten werden, wenn der Mieter nachweisen kann, dass der Vermieter selber die erforderliche Fachkunde hat. Das dürfte aber in der Tat in den seltensten Fällen der Fall sein. Der Rechtstipp wurde Ihnen präsentiert von Kaspers Mock Anwälte.